von außen betrachte, wenn man so an der Küste langfährt, sieht Lagomera ganz schön trostlos aus. Irgendwie nur braun und da war ein grünes Stück Fleck oder so. Also wenn man wirklich nur vorbeifährt, dann weiß man gar nicht, was man verpasst. Also so viel im Landesinneren versteckt ist, so viele tolle Wandermöglichkeiten und Schluchten und Berggipfel und Felsformationen. Das ist unglaublich und richtig schön. Und vor allen Dingen auch die Farben, weil wirklich die Farben teilweise wechseln von Rot und dann wieder ein paar Höhenmeter tiefer Gelb und Grau und es vermischt sich alles so und das ist echt total schön. Ein weiteres einzigartiges Phänomen hier auf Lagomera sind die alten subtropischen Lorbeerwälder, die durch die andauernde Feuchtigkeit, die ständigen Nebelschwaden hoch über dem Gajajonay-Nationalpark die Zeit überdauern. Zum Glück sind wir an Lagomera nicht nur vorbeigefahren, sondern haben hier sogar mehr als einen Monat verbracht. Am 21. Dezember gegen 17 Uhr legten wir mit der untergehenden Sonne in Las Palmas ab. 116 Meilen liegen vor uns. Somit sollten wir am kommenden Nachmittag auf Lagomera eintreffen. Wir sind momentan am Segeln. Wir sind gerade aus Las Palmas ausgelaufen, haben hier im Hintergrund noch die Hafenanlagen liegen. Wir können momentan segeln. Wir wollen oben um das Nordkap einmal drumherum, um dann eben halt auf der anderen Seite runterzufahren. Und im Moment sieht das ganz gut aus mit dem Wind. Mal schauen, wenn wir gleich an der Abdeckung von der Spitze vorbei sind, vom Kap, wie es dann ausschaut. Und vor allen Dingen, wie dann da draußen die Wellen werden. Teneriffa! Wir sind dran vorbei, oder noch nicht dran vorbei, aber fahren dran lang und geht Richtung Lagomera. Zu sehen? Ja, da hinten zu sehen. Da müssen wir hin. Ja, sind die ganze Nacht unterwegs gewesen und ist eigentlich alles wirklich super gelaufen. Wir konnten die ganze Zeit segeln und war ein schönes Segeln, bis auf einmal. Aber nein, ganz echt, macht mal wieder richtig Spaß. Nach 3 Wochen irgendwo im Hafen liegen, fehlte uns das. Wie man sieht, haben wir natürlich auch diesmal wieder einen kleinen Schaden. Es wäre ja langweilig, wenn nichts kaputt geht. Der Baum hängt daneben. Den Baum haben wir ja irgendwann mal neu gemacht, letztes Jahr. Lümmelbeschlag, das ist da, wo der Baum drin festgemacht wird, natürlich gelassen, weil war ja alles in Ordnung. Das ganze Unterteil hat sich hier verabschiedet. Zum Glück ist das Unterteil hier gesichert und es ist alles da. Somit habe ich die Chance, das Ganze zu reparieren, ohne großen Materialaufwand. Ich brauche nur 4 gescheite Nieten. Ich hoffe, die werde ich kriegen hier. Und dann läuft das wieder. Aber große Scheiße. Weil jetzt geht es darum, das Segel zu bergen, vernünftig, ohne dass was kaputt geht. So, jetzt sind wir gleich da. Schon alles vorbereitet, weil ich ja so hyper nervös bin, muss ich natürlich 5 Meilen vorher schon die Fender raushängen. Naja, da wir eh unter dem Motor fahren und fast keine Welle haben, dachte ich, ja, schadet ja nichts. Wenn man in Gomera in San Sebastian einfährt, ist es so, dass wir zuerst die Traffic Control rufen müssen auf Kanal 12, um Erlaubnis zu erbitten, um überhaupt in den Hafen einfahren zu dürfen, weil das wohl anscheinend reger Fährverkehr oder keine Ahnung was. Und anschließend auf Kanal 9 die Marina. Wir haben einen Platz reserviert und somit sollte es eigentlich kein Problem sein. Wir freuen uns. Und zum Einfahrtschannel vielleicht noch kurz. Wir werden es ja gleich sehen, aber anscheinend gibt es da vor Ort so einen gelb markierten Einfahrtsweg. Um sich eben von den Fähren und vom Fährterminal freizuhalten, den wir nutzen müssen. San Sebastian ist die Hauptstadt der Insel Lagomera. Sie liegt an der Ostküste und hier befindet sich auch die kleine Marina. Diese bietet hervorragenden Schutz bei jeglichen Windrichtungen. Nur wenige Gehminuten entfernt befindet sich die Innenstadt mit sämtlichen Einkaufsmöglichkeiten, diversen Stränden sowie der Busbahnhof, von dem aus wir des Öfteren zu unseren Wanderungen starteten. Es wird dringend empfohlen, vorab einen Liegeplatz zu reservieren.
Das ist doch ein tolles Weihnachten. Am 24. gibt es Dorade. Wow. Frisch gegrillt. Bei warmen Temperaturen. Sonnenschein. Nicht nur zu Weihnachten grillierten wir unsere Doraden am Strand. Auch zu Silvester grillierten wir unser Dinner in einem ganz besonderen Ambiente mit Blick auf den Teide. Für uns ging ein wunderschönes, abwechslungsreiches 2019 zu Ende. Wir sind einmal übers Mittelmeer nach Griechenland, wo wir hervorragende 7 Monate verbrachten. Und nun sind wir auf den Kanaren, bereit für unser weiteres großes Abenteuer, die Atlantiküberquerung. Zum Glück wussten wir damals noch nicht, was uns 2020 noch alles erwarten wird. Es ist morgens kurz vor 9 und ich musste ja so gestern so viel laufen und hat mich echt so ein bisschen angeschissen, weil das auch noch so eine Hetzerei war. Aber ich zeige euch jetzt mal noch viel, viel Schöneres. Da liegt die Halbtote, die meint, sie kann sich nicht mehr bewegen und das ist die Strafe. Ja. Ja. Geht's doch, Peace. Auf jeden Fall stimmt mich das natürlich wieder ein bisschen fröhlich, weil diese Schadenfreude, ich finde das schon eine ganz tolle Geschichte. So, da kann man so ein bisschen drüber lachen, weil mir geht es eigentlich ganz gut. Ein bisschen weh tut mir die Baden, aber ansonsten alles andere hat sich da wirklich sehr, sehr gut gehalten. Man sieht es mir an. Ich muss laufen. Ey, du musst nicht. Ja, ich muss nicht. Also, wir sind auf zu unserer ersten Wanderung auf La Gomera und ihr glaubt es kaum, Hakko hat gestern, ohne zu zögern, als ich ihn gefragt habe, ob er mit Jochen, Susanne und Jakob mitkommt und mit mir natürlich, ohne zu zögern, okay gesagt. Ich bin voll erstaunt. Ja, da stehen wir jetzt hier und warten auf den Bus. Susanne, Jochen und Jakob und Hakko ist tatsächlich auch dabei. Auf jeden Fall geht es vielleicht auch mit dem Bus. La Gomera ist die zweitkleinste der Kanarischen Inseln. Die zerklüftete vulkanische Landschaft ist von einem mehr als 600 Kilometer langen Wandernetz durchzogen. Unsere Wanderungen führten uns durch sehr abwechslungsreiche, faszinierende Gegenden. In den Nebeln des hochgelegenen Nationalparks Gajaronay wachsen dichte Wälder aus Farnen und moosbedeckten Bäumen. In den Schluchten, die zum Meer hinabführen, finden wir charmante Dörfer. Und an der Nordküste genießen wir fantastische Aussichten auf die Küste. Lasst euch ebenso wie ich verzaubern von dieser einmaligen Landschaft. Eine spannende Route, ist so durch den Wald ein bisschen gekraxelt und nicht ganz so steil rauf und ganz so steil runter und nicht so lang. Und von daher geht das, auch wenn ich nicht fürs Laufen bin. Aber hier kann man leider wirklich nicht mit dem Moped oder mit dem Auto oder mit dem Flieger. Geht nicht. Muss man laufen. Ist auch was für ein Hakko. Ja.
Marco hat gemerkt, dass wir bergauf gehen. Oh oh. Letztes Mal, dass ich auf Gomera am Wandern bin. Ich bin zwar immer am Meckern über das Wandern, aber irgendwann reicht's auch. Dafür, dass Hako nicht kenne, wandern ist er heute der Schnellste. Meine Schuhe sind im Automatikmodus, die wollen einfach nur noch gehen. Fürchterlich. Nichts. Geh weiter, der Automatikmodus. Mit Julia und Stefan ging es zum Playa de Xinguarime, zum Hippiestrand La Gomeras. Hier lebten den Sommer über viele Deutsche in Höhlen und Zelten. Auch Enno übernachtete hier für eine Woche und zeigte uns ganz stolz seine Höhle und führte uns einmal quer durch das Dorf. Ein besonderes Erlebnis. Mitte Januar reiste ich für ein paar Wochen nach Deutschland. Mit der innerkanarischen Gesellschaft Binter flog ich nach Gran Canaria, von wo aus der Flieger in die Heimat startete. Und schon zwei Wochen später landete ich wieder auf La Gomera. Mit dem Gepäck, der neue Beschlag für unseren Baum. Ja, also noch sitze ich hier am Frühstück, aber der Plan für heute ist, dass wir den neuen Mastbeschlag setzen. Das ist der neue Mastbeschlag, wo dann der Baum drin sitzt. Ein etwas anderes Kaliber, wie das, was wir da eigentlich sitzen hatten. Und das ist dann heute zu machen. Bei unserem alten Mastbeschlag, der bestand aus zwei Teilen. Und das untere Teil ist abgegangen, abgefallen. Und die Nieten haben sich verabschiedet und dadurch ist dann eben halt der ganze Baum raus. Und das Ganze ist natürlich, weil es mittlerweile fast 40 Jahre alt ist, auch ausgeschlagen. Und das ist alles neu und das ist dann richtig schön stabil und dem gilt es heute anzubringen. Ich bin wieder zurück auf La Gomera und erste Aktion, Wandern mit Susanne. Und jetzt muss ich euch aber kurz mal zeigen, wo wir eigentlich hinwandern. Das ist echt krass, mal gucken, ob man das darstellen kann. Wir wollen ja nicht meckern, es sind doch nur 550 Höhenmeter, also alles kein Problem. Unsere letzte gemeinsame Wanderung auf La Gomera führte uns von Agulo aus zu der darüberliegenden Aussichtsplattform Mirador de Abrante. Anschließend ging es weiter über Höhenwege zum Besucherzentrum Fuego de Bolas und wieder hinab nach Agulo, welches oft als das schönste Dorf La Gomeras bezeichnet wird. So, wir sind oben, also fast zumindest, und hier sieht es gleich komplett anders aus, es ist echt krass. Es war eine grandiose, abwechslungsreiche letzte Wanderung, bevor wir weiterziehen wollten. Von Hako, wie sieht's aus? Startklar. Zündschlüssel, können losfahren. Musik.
Ja, wir segeln nach Valle übrigens. Das ist auf der anderen Seite von La Gomera. Um dort eben halt zu ankern und morgen früh weiterzumachen, beziehungsweise heute Nacht Richtung La Palma. Und wir segeln bei schönem, achterlichem Wind, leichten Wind. Es schaukelt so ein bisschen durch die Atlantikwellen, die Sonne im Rücken. Also ich fühle mich richtig wohl. Wir haben leise Musik an. Also kann ich das aushalten die nächsten Wochen, Monate, Jahre. Mega schön wieder vor Anker zu sein. Jetzt können wir den Sonnenuntergang hier von La Gomera aus nochmal genießen. Das liegt nämlich vor Valle Gran Re und da sieht man die Sonne hinter El Hierro untergehen. Das ist mega schön. Am 2. Februar 2020 erlebten wir zum zweiten Mal einen herrlichen Sonnenuntergang in Valle Gran Re und nahmen damit Abschied von dieser kleinen, kreisrunden kanarischen Insel, auf der wir eine wunderschöne Zeit erleben durften. Seid auch beim nächsten Mal dabei. Dann nehmen wir euch mit auf die Insel La Palma, bevor wir weiter auf die Kapverden segeln. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald!